über die doppelte Bahnrunde. Ein absoluter Tempotest. Ich kann mich erinnern, auch Haile Gebrselassie hat das mal gemacht, als er seine 3:31 in der Halle lief, ist er dann auch die 800 Meter mal gelaufen in Dortmund in 1:49. Aber das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Ich bin gespannt, was Julien Wanders hier zeigen kann. Athlet von Stadtschnef jetzt an zweitletzter Stelle. Er wird das Rennen sicher behutsam angehen können. Nathan Wanner von Sion, er führt das Rennen an. Eine kleine Lücke hat sich gebildet. Es ist Florian Kremke an der zweiten Position und Julien Wanders jetzt auf der Außenbahn. Die Frage ist, kann er so schnell laufen, dass er sich über die Zeit qualifizieren kann?